Vor fast 100 Jahren hat Max Reinhardt die wohl wichtigste Schauspielschule Österreichs gegründet, das nach ihm benannte Max-Reinhardt-Seminar. Seit 2020 leitet es die Burgschauspielerin Maria Happel, gegen die nun eine große Anzahl von Studierenden Vorwürfe erhebt, wie der Standard berichtet. Sie sprechen von einem System von Machtmissbrauch, Nepotismus und Ignoranz. Und sie fordern Happels Rücktritt, wie Julia Fellerer und Katharina Huemer berichten. 1928 von Max Reinhardt gegründet, ist die Schauspielschule eine der ersten Adressen im deutschen Sprachraum. Die Besten studieren hier, die Besten lehren hier. Maria Happel leitet die Schule seit 3 Jahren. Gleichzeitig steht sie in Hauptrollen auf der Bühne des Burgtheaters, ist in Film und Fernsehen zu sehen und ist künstlerische Leiterin der Festspiele Reichenau. Es bleibe zu wenig Zeit für ihre Aufgabe als Institutsleiterin, kritisieren jetzt die Studierenden in einem offenen Brief. 32 von 44 Studierenden haben unterzeichnet. Gerichtet ist er an die Rektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, Ulrike Süch, der das Reinhardt-Seminar unterstellt ist. Happel kenne den Lehrplan nicht und sei außerdem, Zitat, nahezu nie im Institut anzutreffen. Lehraufträge seien nicht ausgeschrieben, sondern im Freundeskreis vergeben worden. Konfrontiert mit den Vorwürfen nimmt die Rektorin gegenüber Ö1 Stellung. Ich werde mir alle anhören, ich glaube, es sind 44 Studierende. Ich werde mit allen ein Gespräch führen. Ich werde dann auch mit den Lehrenden sprechen. Ich werde mir einen ganz intensiven, umfassenden Überblick verschaffen, um eben dann zu agieren. Maria Happel selbst hat sich gegenüber dem ORF Bedenkzeit erbeten und auch die AutorInnen des offenen Briefs wollten nicht vor die Kamera. Aus Angst vor negativen Konsequenzen in Bezug auf ihre Karriere. Eine Reaktion, die typisch sei für den Kulturbereich, erklärt Ulrike Kuhner von der IG Freie Theaterarbeit. Da hat sich tatsächlich, glaube ich, im Kunstbereich noch ein bisschen eine antiquierte Tradition sozusagen verfangen, die heißt, dass diejenigen, die Leute, die quasi Missstände eben aufdecken, die auch mal sagen wollen, dass man so nicht arbeiten will, dass man es bitte anders hätte, dass die eigentlich unter einem sehr starken Druck stehen und immer denken, das hat dann sofort Nachteile für meine berufliche Karriere. Im Fokus der Kritik der Studierenden steht weniger die Person Maria Happel als vielmehr strukturelle Probleme, denen die Institutsleiterin nicht gewachsen sei. Bei MeToo-Fällen im Vorjahr habe sich Happel zu wenig für deren Aufklärung und künftige Vermeidung eingesetzt. Nach wie vor finde Rollenunterricht etwa in, Zitat, ungeschützten Räumen fern der Uni statt. Kuhner sieht den Ball bei der Rektorin. Den offenen Brief wertet sie als Hilferuf. In Wahrheit sind solche offenen Briefe natürlich auch immer Ausdrücke dessen, dass sich die Studentinnen oder die Künstlerinnen nicht gehört gefühlt haben. Und dem muss, glaube ich, eine Leitung tatsächlich entsprechen. Da müssen die dementsprechend eben Maßnahmen entwickeln, hier tatsächlich in die Umsetzung zu gehen und bessere Arbeitssituationen zu ermöglichen. Leitende Personen sollten nicht berühmt, sondern qualifiziert sein, heißt es an einer Stelle im offenen Brief. Harte Kritik an einer der beliebtesten Schauspielerinnen des Landes.